ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die CDU-Steckbriefaktion mit Bundeskanzler Schröder hat nur einen Tag gedauert. Heute zog die Parteiführung das umstrittene Plakat zurück. Über den Stil regte sich Unmut nicht nur beim politischen Gegner, sondern auch in der Union selbst. Die CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo demnächst neue Landtage gewählt werden, lehnt es ab, Schröder im Fahndungsformat als Rentenbetrüger anzuprangern. Jetzt soll ein anderes Plakat geklebt werden. Die CDU rudert zurück. Sie geht jetzt mit einem neuen Plakat in die Wahlkämpfe von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Es zeigt Einstein und Riester. Der eine kann die Welt erklären, der andere nicht mal die Rente. Von der Bühne verschwunden das Fahndungsplakat, das den Bundeskanzler wie einen Verbrecher darstellt und das gestern so viel Empörung ausgelöst hat. Trotzig verlegen erklärt der Generalsekretär den flinken Austausch. Wir wollten niemanden kriminalisieren oder beleidigen oder herabsetzen. Ich halte an der Botschaft des Plakates ausdrücklich fest. Aber nicht am Fahndungsfoto selbst, denn das hat auch in den eigenen Reihen herbe Kritik ausgelöst. Das haben wir nicht nötig. Wir haben gute Argumente. Deswegen wird das Plakat auch nicht in Baden-Württemberg zu sehen sein. Da muss man auch zugestehen, einen Fehler gemacht zu haben. Ich habe den auch gemacht. Ich habe es falsch eingeschätzt. Es ist gut, dass man es dann auch eingesteht und sagt, wir ziehen es zurück und verwenden es nicht mehr. So eine Entschuldigung wünscht sich die SPD auch von der Parteichefin der CDU, Angela Merkel. In diesem Vorgang allerdings hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie hat dieses Plakat gebilligt, sie hat es gekannt. Sie hat diese Aktion mitgetragen. Und sie versteckt sich nun hinter Herrn Mayer. Im Gegenteil, die Parteivorsitzende stellt sich kurz darauf ausdrücklich vor ihren Generalsekretär. Entschuldigen will sie sich nicht. Ich distanziere mich nicht, ich sage aber, die Wirkung war so, dass man über die Form lange diskutiert hätte. Deshalb haben wir unsere zweite Stufe der Rentenkampagne vorgezogen, damit wir wieder über die Sache sprechen können. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am Freitag, wenn die Rentenreform im Bundestag diskutiert und verabschiedet werden soll. Im Streit um seine politische Vergangenheit hat sich Bundesumweltminister Trittin erneut vom sogenannten Mescalero-Nachruf aus den 70er Jahren distanziert. Darin hatte ein unbekannter Autor von klammheimlicher Freude über den Mord an Generalbundesanwalt Buback gesprochen. In der Fragestunde des Bundestages warf der grüne Politiker der Union zugleich Diffamierung und Heuchelei vor. Jürgen Trittin kam selbst und ließ sich nicht von einem Staatssekretär vertreten. Gegen die vielen Fragen der Opposition zu seiner linksradikalen Vergangenheit erhielt er Unterstützung aus anderen Ressorts. Es geht Ihnen nicht darum, offensichtlich, um einen Sachverhalt sachlich aufzuklären, sondern es geht Ihnen darum, eine Person in Misskredit zu bringen, weil es Ihnen politisch in den Kram passt. Er habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er als Student beim Kommunistischen Bund war, erklärte Trittin und wiederholte den umstrittenen Buback-Nachruf, habe er sich nicht zu eigen gemacht. Der Opposition reichte das nicht. Können Sie ausschließen, dass die Agitation, die Sie im Kommunistischen Bund betrieben haben, eine fast notwendige Vorstufe und Durchgangsstufe war für terroristische Anschläge, dass Sie sozusagen das Mistbeet waren, aus dem diese Giftpflanzen gesprossen sind? Darauf wollte Trittin nicht antworten und ging zum Gegenangriff über. Er zitierte Äußerungen von Friedrich Merz über Freunde aus Studentenzeiten, die damals eine linke Kneipe zerstört hätten, was man tagelang gefeiert habe. Ich will hier mit allem Nachdruck erklären, ich bin nie dabei gewesen, die Kneipen von politisch Andersdenkenden mit Hilfe von Müllcontainern in Schutt und Asche zu legen. Und ich habe im Anschluss an eine solche Tat auch nicht tagelang mit den Tätern zusammen gefeiert. Darauf lege ich Wert. Trittin nannte die Union heuchlerisch und verwies auf ein Internetspiel der Jungen Union, bei dem man mit dem Holzhammer auch auf seinen Kopf einschlagen solle. Wie bei der Debatte um Joschka Fischer vor einer Woche gab es auch heute keine neuen Details aus der Vergangenheit. Vor einer Woche aber wurde engagiert und grundsätzlich gestritten über die 68er-Generation. Das fand heute nicht mehr statt. In der CDU-Spendenaffäre ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Bonn gegen die frühere Schatzmeisterin Baumeister. Wie heute bekannt wurde, läuft das Verfahren, in dem Baumeister der Untreue verdächtigt wird, schon seit November. Der Vorwurf steht im Zusammenhang mit der 100.000-Mark-Spende von Waffenhändler Schreiber. Das Geld sei nicht im Rechenschaftsbericht für 1994 verbucht worden.
Beim Thema Uranmunition werden immer neue Einzelheiten bekannt. Verteidigungsminister Scharping teilte heute mit, es gebe Hinweise, dass die Bundeswehr in den 90er Jahren Urangeschosse aus den Beständen der DDR-Armee und der Westgruppe der Roten Armee verschossen habe. Im Verteidigungsausschuss des Bundestags ging es heute erneut um die Informationspolitik Scharpings. Der Verteidigungsminister musste sich heute erneut kritischen Fragen stellen. Hat er deutsche Soldaten im Kosovo zu spät über mögliche Gefahren durch Uranmunition informiert? Die Opposition moniert. Mir liegen selbst auch einige Informationen vor, dass zum Beispiel in Gebieten, wo Minen geräumt wurden, es auch DU-Munition gegeben hat. Und die, die dort geräumt haben, waren nicht informiert. Scharping weist Vorwürfe über mangelnde Informationen vehement zurück. Im Übrigen bleibt er dabei. Keine Gefahr für deutsche Soldaten. Er verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen in seinem Auftrag. Vor diesem Hintergrund sind alle Behauptungen in Richtung eines angeblich strahlenverseuchten Kosovo, in Richtung eines radioaktiven Risikos etc. schlicht an den Haaren herbeigezogen. Doch der Koalitionspartner sieht die Gefährdungen durch Uranmunition damit nicht ausgeräumt. Es bleibt dabei, dass wir drei Risikopotenziale sehen, nämlich die Frage der Strahlung des Urans. Das zweite ist die Frage der toxischen Stoffe. Und das dritte ist die bisher ungeklärte Frage des Plutoniums. Und auch mehrere Wissenschaftler sehen weiterhin ein Risiko für Soldaten und Zivilbevölkerung durch giftige Uranstäube. Der wissenschaftliche Erkenntnisstand ist, dass Uran in kleinsten Mengen eben ein chemisches Gift ist, aber auch ein radiologisches Gift. Scharping wies heute alle Vorwürfe, er habe Soldaten nicht rechtzeitig informiert, entschieden zurück. Er legte eine detaillierte Auflistung seiner Weisungen und Befehle vor, um zu belegen, alle Soldaten im Kosovo seien über mögliche Gefahren von Uranmunition aufgeklärt worden. Die Bundesregierung hat ihre Pläne für ein Forschungsprogramm mit der Industrie zu genmanipulierten Pflanzen auf Eis gelegt. Sie will der Verunsicherung der Verbraucher Rechnung tragen, wie es heute hieß, und erst einmal die Agrarpolitik neu ausrichten. Ihr eigenes Biotechnikprogramm soll aber weiterlaufen. Dafür sind in den nächsten Jahren mehr als 1,5 Milliarden Mark vorgesehen. Ein Schwerpunkt ist die Genomforschung, die schwere Krankheiten bekämpfen helfen soll. Erstmals seit dem Ausbruch der BSE-Krise droht eine Massenschlachtung in Sachsen-Anhalt. Dort hat sich jetzt ein Fall in einer Herde mit etwa 1000 Rindern bestätigt. Weitere Infektionen sind auch in Bayern und in Baden-Württemberg bewiesen. Damit hat sich die Zahl der bekannt gewordenen BSE-Erkrankungen auf 19 erhöht. Insgesamt wurden deswegen schon rund 1900 Tiere getötet. Bayerns Ministerpräsident Stoiber hat heute die neue bayerische Familien- und Sozialministerin Christa Stevens vorgestellt. Sie tritt die Nachfolge von Barbara Stamm an, die am Dienstag nach Vorwürfen im Zusammenhang mit der BSE-Krise und dem Schweinemastskandal zurückgetreten war. Stevens war bisher Staatssekretärin im Landesumweltministerium. Zu seinem neuen Stellvertreter bestimmte Stoiber Innenminister Beckstein. Die Landesregierung bleibe in ihrer neuen Besetzung bis zur Landtagswahl 2003 bestehen. Fernsehübertragungen aus Gerichtsverhandlungen in Deutschland bleiben verboten. Das Bundesverfassungsgericht wies heute mit 5-3 Richterstimmen eine Klage des Privatsenders NTV zurück. Damit darf auch künftig nur vor und nach der Verhandlung sowie in Pausen gefilmt werden. Politiker von SPD, Grünen und CDU sowie die öffentlich-rechtlichen Sender begrüßten das Urteil. Bundesjustizministerin Däumler-Gmelin sagte, die Entscheidung bestätige das Ergebnis einer parteiübergreifenden Diskussion der vergangenen Jahre. Bäcker gegen Bäcker, solche Live-Berichterstattung in Amerika möglich. In Deutschland bleibt sie ohne Ausnahme verboten. Nur vor und nach der Hauptverhandlung sind Mikrofone und Kameras im Gerichtssaal zugelassen. Urteilseinschätzung. Ich glaube, für die Justiz ist das auch insoweit ein gutes Urteil, weil es jetzt ganz klare Verhältnisse schafft. Die Argumente der Verfassungsrichter, Wettbewerbs- und Quotendruck führten dazu, dass es häufig zu einer Darstellung komme, die die Wirklichkeit verzerre. Das Sensationelle werde bevorzugt Normalität ausgespart. Der Ausschluss von Kameras bei Verhandlungen diene dem Schutz der angeklagten Zeugen und der Wahrheitsfindung. Der Vertreter des klagenden Privatsenders. Wenn die Urteilsverkündung mit dem ersten Satz geändert hätte, dann wäre ich enttäuscht gewesen. Da wurde gesagt, die Verfassungsbeschwerden abgewiesen. Aber es ist, wie sehr oft bei dem Bundesverfassungsgericht, eine Entscheidung mit einem Aber. Das Aber
Drei der acht Richter meinen, ein Verbot für alle Prozessarten ohne Ausnahme sei heute nicht mehr zu rechtfertigen. Der Gesetzgeber müsse dies prüfen. Ob sich der Gesetzgeber tatsächlich mit der Sache beschäftigt, die ersten Reaktionen aus Berlin sind eher zurückhaltend. Die drei abweichenden Richterstimmen haben aber auch ein Pilotprojekt vorgeschlagen, was die Verhandlung und die Übertragung angeht. Beobachter meinen, da würde sich das Verfassungsgericht selbst als bestes Objekt eignen, wenn man daran denkt, dass demnächst auch das NPD-Verfahren hier ansteht. Der britische Nordirland-Minister Mandelson ist heute zurückgetreten. Premierminister Blair verliert damit wenige Monate vor der Unterhauswahl einen seiner wichtigsten Vertrauten. Mandelson war unter Druck geraten, weil er 1998 einem indischen Geschäftsmann zu einem britischen Pass verholfen haben soll. Der Inder wird in seiner Heimat der Annahme von Bestechungsgeld in einem Rüstungsgeschäft beschuldigt. Mehr als eine Woche nach der Havarie des Tankers Jessica vor den Galapagos-Inseln ist das ganze Ausmaß des Unglücks noch nicht absehbar. Bisher flossen mehr als 700 Tonnen Öl ins Meer. Ein rund 1200 Quadratkilometer großer Ölteppich bedroht die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der Inselgruppe. Die riesige Öllache erreichte heute die Insel Santa Cruz. Zur Unterstützung der Helfer vor Ort wollen nun auch Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland Experten in die Region schicken. Die Seehunde und Pelikane im Hafen von San Cristobal haben sich bisher nicht besonders aus der Ruhe bringen lassen, obwohl sie Grund dazu hätten. Ihr Fell bzw. ihre Federn sind mit einem feinen Ölfilm überzogen und überall ist der beißende Geruch von Treibstoff zu spüren. Auch gut eine Woche nach dem Tankerunglück ergießt sich Öl ins Meer. Bei jeder Welle werden große Mengen der rund 100.000 Liter Treibstoff, die sich nach wie vor in den Tanks der Jessica befinden, herausgespült. Weder mit Bindemitteln noch mit Schwimmbarrieren ist es bisher gelungen, den mittlerweile fast 1500 Quadratkilometer großen Ölteppich einzudämmen. Vor allem deshalb, weil die Bekämpfung der Ölpest zu spät begann. Leider haben wir nicht schnell genug reagiert. Deshalb haben wir jetzt diese Verschmutzung zu beklagen. Viele freiwillige Helfer versuchen in mühsamer Kleinarbeit, die Strände vom Öl zu reinigen. In diesem Fall mit Hilfe von saugfähigen Viskosetüchern. Die Zahl der schwerer betroffenen Seelöwen, Pelikane und anderen Vögel ist nach Angaben der Galapagos-Parkverwaltung bisher gering. Doch eine fundierte Schadensanalyse gibt es bisher nicht und niemand weiß, welche langfristigen Folgen dieses Tankerunglück und die Versäumnisse der zuständigen Stellen für die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt haben werden. Die Behörden hier hoffen, dass das Öl mehr oder weniger von selbst im offenen Meer verschwindet. Aber unterdessen hat ein erster Ölteppich die besonders artenreiche Insel Santa Cruz erreicht. Zum Tod des sechsjährigen Jungen Josef aus Sebnitz gibt es jetzt ein drittes Gutachten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Dresden geht daraus hervor, dass das Kind an Herzversagen gestorben ist. Die Gutachter hätten bei dem Jungen eine von außen nicht erkennbare Herzmuskelerkrankung festgestellt. Er sei nicht ertränkt worden. Fremdeinwirkung könne definitiv ausgeschlossen werden. Es müsse nun aber noch geprüft werden, ob weitere Ermittlungen notwendig seien. Josefs Familie hatte den Tod als Tat von Rechtsradikalen dargestellt. Dramatische Rettungsaktion vor der bretonischen Küste. In einem Kiel oben treibenden Frachter sind vermutlich mehrere Matrosen eingeschlossen. Nachdem Taucher Klopfzeichen gehört hatten, versuchen sie seit dem Vormittag mit Schneidbrennern ins Innere des Schiffes vorzudringen, bislang allerdings ohne Erfolg. Unklar ist, wie viele der Matrosen noch am Leben sind. Das havarierte Schiff treibt lediglich 200 Meter vor dem Strand. Eine Bergung unter Wasser ist daher ausgeschlossen. Doppelweltmeister Martin Schmidt hat das Weltcup-Skispringen in Hakuba in Japan gewonnen. Trotz eines gebrochenen Fingers flog er in beiden Durchgängen des Springens am weitesten. Der bislang im Weltcup führende Pole Mausch wurde nach einem Sturz im ersten Durchgang Achter. Die kurze Wettkampfpause hat sich gelohnt. Mit dem 25. Weltcupsieg seiner Karriere meldete sich Martin Schmidt im japanischen Hakuba eindrucksvoll zurück. Bereits nach dem ersten Durchgang lag Schmidt deutlich vorn. Das Duell mit seinem großen Kontrahenten Adam Malisch war da schon vorzeitig beendet. Malisch war kürzer gesprungen und dann auch noch gestürzt. Aber Martin Schmidt wäre auch ohne Malischs Malheur kaum zu schlagen gewesen. Seine 130,5 Meter im Finale waren die größte Weite der Konkurrenz. Martin Schmidt gewinnt vor dem Finnen Jussulain und dem Österreicher Wietölzel. Und er holt sich das gelbe Trikot zurück. Ja, es ist immer schön, im gelben Trikot zu springen, ganz klar. Gute Weltcup wird erst ganz zum Ende entschieden, denke ich. Am letzten Wochenende in Planitzer wird sich das Ganze entscheiden. Und bis dahin ist es nicht ganz so tragisch, ob man es hat oder nicht. Das Wichtige ist, dass man es dort hat. Aber
Natürlich freut es mich. Es ist immer eine Auszeichnung, wenn man im gelben Trikot springen darf. Und ich freue mich über den Sieg heute. Die weiteren deutschen Ergebnisse lösten keinen Jubel aus. Frank Löffler als zweitbester DSV-Springer wurde 19. Die Lottozahlen 6, 7, 9, 18, 38, 46, Zusatzzahl 31, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 6, 8, 1, 9, 6, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 8, 5, 5, 7, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 25. Januar. Die beiden Tiefs über dem Atlantik sorgen morgen noch einmal dafür, dass recht milde, feuchte Luft nach Deutschland strömt. Allmählich wird die Luft aber wieder kälter. Schon morgen fällt Neuschnee in den Alpen oberhalb von 1600 Metern. Auch über Norditalien werden die Wolken wieder dichter. Im Laufe der Nacht klart es stellenweise auf. Den Westen Deutschlands erreichen neue Wolken. Östlich der Elbe zeigt sich auch mal die Sonne. Regen kommt auf, der sich allmählich bis zur Elbe ausbreitet. Dort, wo das Regenband vorübergezogen ist, Schauer statt Dauerregen. Der Wind wird schwach bis mäßig, nur im Nordwesten mitunter frischer Wind aus Süd bis Südwest. Nachtfrost gibt es nur noch in Niederbayern und an der Oder. Am Niederrhein 7 Grad. Am Tag 5 Grad an Oder und Donau und 10 Grad am Rhein. Die Aussichten. Es wird kälter. Bis Samstagabend sinkt die Schneefallgrenze auf 400 Meter. Am Samstag kommt im Westen und Süden Regen auf. Am Sonntag bilden sich Lücken in der Wolkendecke und es bleibt trocken.